bekomme echt nasse Füße. Das ist wirklich eklig. Servus, liebe Modellbauer und Modellbauerinnen. Dann gucken wir mal, was geht. Heute gucken wir mal, was geht mit dem MBTRAC-Video. Ein kleines MBTRAC-Video hinsichtlich, was macht man, wenn man Gassi gehen will, aber keine nasse Füße brauchen kann. Das gucken wir uns an, was der Kollege da für eine tolle Idee hatte. Bleibt also dran, lasst ein Abo und ein Like da und ab geht's mit dem Video für euch. Servus Leute, ich bin hier gerade unterwegs auf einem nassen Wiesenweg mit meinem vierbeinigen Bioantrieb. Wo ist er denn schon wieder? Hier. Und bekomme echt nasse Füße. Das ist wirklich eklig. Was sagst eigentlich du da dazu? Wo bist du denn schon wieder? Hä? Was sagst du da dazu? Oh je. Ja, also er findet es auch echt wirklich schlimm. Da muss dringend eine Lösung her und ich glaube, ich weiß da schon was. Und zum Schluss testen wir natürlich auch das Ergebnis und ich glaube, jetzt bist du wieder du an der Reihe. Hä? Also, leg los! Lauf! Hast du mich jetzt eigentlich umgerannt? Spinnst du eigentlich? Dann machen wir jetzt an der Stelle Schluss und ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. So, mega, oder? Auf was für Ideen man kommen kann. Aber wenn man so ein Teil hat, dann will man es natürlich auch benutzen. Ich habe noch viele, viele mehr verschiedene Videos
von dem MB-Truck. Und die findet ihr bei mir auf dem Kanal und es wird auch noch viel, viel mehr kommen. Danke an den Kollegen, dass er mir das Material zur Verfügung gestellt hat. Ich bin immer gern bei ihm und so wie es geht, helfe ich natürlich auch immer gerne mit. Und deswegen bleibt mir nur zu sagen an der Stelle, Aik Schebers, euer RC Mr. B. Bis dann. Servus, liebe Modellbau, nochmal.